Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Nicht The Binding of Isaac. Sondern. Sondern The Search 2. Hier rechts, das könnte zur Tür gehen, oder? Nein, nein, nein. Upsi. Der robotische Disruptor erhöht Schaden bei. Was ist das denn? Meine Falle. Deine Falle? Habe ich ja gesagt. Aber weißt du, warum denn nicht unsere Falle, Alter? Unsere Falle? Ich hab Blut, Schweiß und Tränen in dieses Stück Schrott gesteckt. Hab's selbst gebaut. Die Teile aus eigener Tasche bezahlt. Hab sogar die Zahnrädchen festgezogen. Zahnrädchen? Bullshit! Ich sehe hier gar keine Zahnrädchen, Alter! Was? Bist du jetzt dumm und blind? Sieh mal dahin! Nein, da unten, verdammt! Den kleinen Abzug da! Oh, Scheiße! Igitt! Der hat da echt Blut, Schweiß und Tränen reingesteckt! Ekelhaft. Jetzt sind hier auch noch solche Viecher. Machen wir erstmal den Aufzug hier an. Schauen, ob uns der vielleicht zur Tür führt. Ah. Ja. Okay, das hatten wir tatsächlich ja lustigerweise schon gesehen. Hatte ich nur verdrängt, vergessen. Beides. Haben wir es dann? Jetzt ein bisschen arg gefährlich. Hey, sehr gut. An denen kann man sich aber eigentlich relativ gut heilen. Behaupten, hier hinten lag das Item. Was wir gesehen hatten. Mehr gibt es dann hier aber auch nicht. Hier können wir noch hoch. Zu einem zweiten Item. Und dann müssen wir hier wieder runter. Ich hab so Angst. Super. Muss halt dran denken, Finishing-Sequenzen kosten mich halt auch. Thank you.
Also das Bild ist ja hier so schrecklich. Deswegen tue ich mir hier ganz schwer mit auch mit Orientieren und so, weil es hier so komisch blass ist. Alle Zeugen müssen sterben! Und Cervantes, was willst du von mir? Ich seh nix. Ist ja super nett. Hallo. Mir ultra schwer in dem Minigebiet. Fuck. Ah. Ich erkenne nichts, weil alles so blass ist und alles gleich ausschaut. Ich sehe nicht mal, wo der seine komischen Scheißdinger hinwirft. Weil sie genauso ausschauen wie alles andere. Komm her, ich brauche dringend Heilung. Ich soll mich nicht treffen lassen, habe ich gesagt. Also, das war jetzt noch nicht so richtig effektiv. Komm, ausweichen. Ich tue mir echt schwer, wenn du die ganze Zeit mich nicht ausweichen lässt. Jetzt darf ich bitte endlich köpfen. Das Wraith-Kopfmodul. A4. Hey Jordan,
Ich da eigentlich den Ausdauerverbrauch von den Dingern. Das ist ein Ausdauerverbrauch. Du musst bestimmt wissen, was hier los ist. Ich denke mal, ich bin noch intriganter als du. Es war leicht, meine Kameraden gegeneinander aufzuhetzen. Fast schon zu leicht. Ich musste nur noch ein wenig Öl ins Feuer gießen. Erst bei Jake, dann bei Faye. Danach brauchte ich nur noch ein Bauernopfer. Hab einen der Anfänger an seinem Zelt erdrosselt. Am nächsten Morgen ging's dann los mit dem Feuerwerk. Die waren so scharf drauf, sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben, dass ich mich nur zurücklehnen und abwarten musste, wer zuerst ausflippt. Lang hat's nicht gedauert. Die beiden Lager hatten eh schon voneinander die Schnauze voll. Kam mal mein Name zur Sprache, habe ich einige Gerüchte gestreut, um meine Spuren zu verwischen. Bin ein bisschen ins Risiko gegangen, aber das hat sich mal gelohnt. Faye wollte alle wieder beruhigen, aber das konnte nichts werden. Selbst ich hätte das nicht erwartet, ein solches Maß an Barbarei. Das war ein Blutbad, ganz einfach. Schon bald werde ich als Letzter übrig sein. Die Belohnung wird allein mir gehören. Das ist einfach wie blöd. Warum? Gib mir Ladronmodule. Okay. So ein bisschen random noch, wo ich durch darf und wo nicht, ne? Da. Jetzt sind hier auch die Viecher. Hier will ich einmal wieder zurück. Das hier upgraden und das hier. Und wir haben sogar ein MK6-Modul schon. Ja, jetzt fehlt nur Brust eigentlich. Schauen wir mal, ob der mit mir redet. Du brauchst Geld, oder? Ein reicher Kerl hat uns angeheuert, um das Viech auszuweiden und... viel Glück da draußen. Noch das. Ich dachte, ich könnte ihm sagen, wer jetzt hinter dem ganzen Schmarrn steckt. Schmeckt, genau. Achso, ich kann sogar nochmal aufleveln, wenn ich mein Scrap-Zeug zerleg. Sehr schön. Dann geht's jetzt da runter zum Boss, schätze ich. Es sah heute so ruckelig aus in der Aufnahme. Kann aber eigentlich nicht sein. Ich gehe davon aus, dass jetzt hier der Boss dran ist. Ah. Okay. Opa. Mehr seitlich ausweichen.
check gar nichts, was passiert. Es steuert sich ganz komisch. Noch nicht so ganz. Die erste Phase geht. Die erste Phase geht. Zweite Phase check ich nicht. Aber naja, wir haben ja nicht viel verloren. Dritte Phase. So scheiße. Thank you.
Scheiß Nano-Zeug. Okay. Ich dachte, die zweite Phase wäre schwer, die dritte ist schwer, okay. Es ist halt schwierig, ich will halt sein Hirn haben, ne? Du brauchst Geld, oder? Ein reicher Kerl hat uns angeheuert, um das Viech auszuweiden und... In der Zufall. Ich google kurz, ob ich die danach verraten kann, soll, muss. Weil ich will ich den Boss... Ne, ich glaube, ich will da draußen. Den Boss alleine schaffen. Das ist... ich habe schon das Gefühl, dass ich das hinkriegen sollte. Wir nehmen mal als Implantat, da hatten wir doch eins, was so unser Ding gegen... Genau, hier, das da. Das Akku ist Gesundheit wieder her. So, das wäre gegen den egal, aber Schaden gegen Naniten wäre gut. War jetzt irgendwie nix. Dann gehen wir nochmal zurück. Ich flipp aus mit diesem... dieser Steuerung, dass man da immer rausgeworfen wird. Also ein, zweimal will ich noch probieren in dem Part. Wenn ich es so gar nicht schaffe, dann kann ich mir überlegen, ob ich die anderen da zur Hilfe hole. Blocken gedrückt extra. Hallo, ich drück die ganze Zeit ausweichen. Ich muss dringend mal Ausdauer regenerieren. Was? Was war das denn?
Hä? Das hat mir da so ultra viel Schaden gemacht. Oh, wie nervig. So, das ist die letzte Munitionsding, die ich habe. Schlecht. Hallo! Ich hab jedes Mal perfekt. Der Delver. Der hat sogar vier Phasen. Oder? Ich bin ausgewichen! Mein Gott, ich flipp aus, Ich weiche aus! Ich hab dauernd keine Ausdauer, ey. Die Delva Helix macht auch wieder Nano-Schaden. Oh, wir haben ihn geschafft. Es war mir schon klar, dass es wichtig ist, hier die Drohnen zu haben. Eigentlich, der kam mir so leicht vor. Oh Gott, hier wären Löcher gewesen. Ist ja was, also sowas Arschiges. Oh. Richtig gut haben wir uns da jetzt ja noch nicht präsentiert. Ich meine jetzt, der Durchgang war schon. Na also, du musst mir gehorchen. Befreie meinen Krieger.
Gefängnis. Ach, die kann die steuern. Du bist der Arsch. Mach den Weg frei. Ich werde versuchen, dich so lange wie möglich unter Kontrolle zu halten. So, schauen wir mal, was kriegen wir jetzt? Reapers Testament. Okay. Mal kurz aus, wie wenn da unten Items wären. Ne. Verarsche. Dem glaube ich nicht. Mir egal, was soll da für ein Item liegen, dass sich das lohnt, jetzt hier 2800 Scrap zu verlieren, mich ewig zu ärgern. Naja, hier war noch eine. Türe. Dann gehen wir kurz zu denen zurück und schauen mal, ob die jetzt am Ende Feinde sind. Immer der falsche Knopf. So, nochmal ein paar Level. Implantate wollen wir jetzt wieder austauschen. Eine Vorladung ist gut. Auch gut. Nochmal 5 frei. Das ist so Hard Mode. Das hier will ich eigentlich haben. Wir haben jetzt noch 8 Hitmats noch über. Gibt gerade so nicht. Das. Okay. Jeder Finisher bringt mir ein Ding mehr. So, der ist jetzt nicht mehr mein Freund, wie mir scheint. Holla, du hast das Monster alleine erledigt? Du bist wohl härter drauf, als du aussiehst. Vielleicht kannst du mir ja doch helfen. Ich hab da was für dich. Mann. Alles oder nichts. Schau dir die Umgebung von allen drei Impulstürmen an. Da hast du die besten Chancen. Der reinste. Keine Ahnung, du musst. Bis dann. Und den. Audiologs. Oder ultra viel gefunden. 2 von 3, 3 von 3. Okay, 1 von 3 fehlt mir. Dann gehe ich davon aus, dass bei dem ersten. Ja, wahrscheinlich haben wir das halt einfach jetzt. Nur deswegen nicht aufgesammelt. Weil er es nicht gespeichert hat, könnte ich mir vorstellen. Gehen wir mal nochmal da hoch. Ich weiß, da gäbe es irgendwo eine Abkürzung. Finde ich aber gerade nicht. Ja, hier drin gewesen. Okay. Und das ist alles. Einfach den Knopf drücken und schon schiebt die Plattform die Statue in den Wartungsbereich. Komm schon! Warum muss ich die Treppe nehmen? Der Schrotthaufen kann doch alleine laufen! Ja, und töten, falls du ihn unbeaufsichtigt herumlaufen lässt. Du erinnerst dich noch an die Familie Jones? Okay. Übrigens, danke, dass du die Statue runtergeschickt hast. Warte mal. Ich dachte, du hast die runtergeholt. Gott, von diesen Dingern bekomme ich eine Gänsehaut. Schon da drüben, wir kommen da hin. Hier bin ich ja noch wieder hier.
Irgendwo muss er sein, der Weg, den ich gerade... Ah, da muss ich da unten durch, ne? Hey, Cervantes. Siehst ja aus, als hättest du ein Gespenst gesehen. Ja. Ich habe nur gerade gehört, wie Hawk und seine Jungs geredet haben. Die haben mich nicht gesehen, aber... Aber was? Die wollen uns verarschen, Jack. Die wollen uns nachts die Kehle durchschneiden und die Belohnung für sich behalten. Scheiße, wir müssen die zur Rede stellen. Ach, komm schon. Wenn wir irgendwas sagen, schieben die alles auf uns und tun so, als hätten wir uns das ausgedacht, um sie zu bescheißen. Wir müssen schneller sein als die. Und wie sollen wir das machen? Wir können gar nichts sagen. Ah, das war jetzt die letzte. Okay? Lass uns später drüber reden. Machen wir. Also. Sonst noch was? Ja, ich hab da was für dich. Du hast sie alle. Hast du herausfinden können, was passiert ist? Ja. Ja, es wird dir nicht gefallen. Ich. Die Sau hat uns gegeneinander aufgehetzt. Aber das ist nicht bloß seine Schuld. Die anderen sind auch drauf reingefallen. Bestimmt. Was ist mit Jordan? Ihr sollt euch zusammentun. Ja, keiner wird sich mit uns anlegen, wenn wir sie auf unserer Seite haben. Ich denk drüber nach. Granate erhalten. Was haben wir jetzt noch für Nebenquests? Genau, mit dem Graffiti. Dan hat infizierte Kinder da irgendwo hingebracht. Liegt hinter Gateway Bravo. Die goldene Statue, genau, dem im Untergrund, Mr. Scrappy. Und das Evakuierungslog Gateway Bravo müssen wir finden, um mit Benjamin Burke zu treffen. So, sehr schön. Jetzt habe ich irgendwie diese Waffe ausgerüstet. Ich meine, die steuern sich eigentlich schon lustig. Das muss man schon sagen. Ich hätte schon ganz gern wieder meinen Stab hier zurück. Achso. Favoritenwaffen kann ich mit nach oben drücken durchschalten. Wir haben wahrscheinlich auch jetzt die Kiste hier noch nicht, ne? Genau, ist mir gerade eingefallen, weil da ist ja irgendwie scheinbar nicht gespeichert. Was warst du? Naja, eine Schadensinjektion. So, wir können jetzt hier rein. Wir schauen mal, ob sich der andere noch meldet bei uns. So nach dem Motto, hey, wir wollten da Tieren haben, gibt's mir? Jetzt wird erklären, warum da unten eine Kampfzone ist. Dann wäre es egal gewesen, dann hätte ich ihn ja so oder so umbringen müssen. Oh, so. Ich muss Sie sprechen. Das weiß ich. Willkommen. Wunderbar. Meister Gutenberg wird Sie nun empfangen. Bitte haben Sie Geduld mit ihm. Oh, Bisschen langer Part. Upsi. Ist egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüssi.